Bei der Dirigentenübung steht im Grunde ein Dirigent oder Dirigentin in der Mitte eines Kreises. Und jedes Kind hat ein Instrument. Das können gerne ganz, ganz unterschiedliche Instrumente sein, was eben zur Hand ist, große oder kleine, selbstgebaute, wie auch immer. Sie bietet sich sehr an als Mittelteil beim Instrumentenkarussell. Also wenn die Instrumente verteilt wurden, dass man dann die Dirigentenübung macht und danach mit dem Instrumentenkarussell die Instrumente wieder rausnimmt. Und im Grunde versucht man dann möglichst wenig zu erklären, sondern den Dirigenten oder die Dirigentin einfach mit ihrem Körper zu zeigen zu lassen, was die Musiker spielen sollen. Thank you.